Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch einigen der Nebenquests hier gewidmet und wir haben sie alle geschafft abzuschließen. Und jetzt stehen wir hier ohne irgendeine Nebenquest und können weiter mit der Story machen. Aber ich nehme an, Unterbrechung geht noch ein bisschen weiter, weil wenn ich so an die Zeltspiele damals zurückgedacht habe, nicht die Zeltspiele, aber ich glaube vor der Cyborg-Saga, hat das doch sehr viel länger gedauert, ne? Bis wir irgendwie die Story weitermachen konnten. Mir ist gerade etwas Silbererz angeflogen gekommen, also ich weiß nicht, wo ich das auf MR bekommen habe, aber ja, anscheinend hat irgendjemand hier was eingesammelt oder so, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal und Son Gokus Haus betreten, aber ja, hab ja gedrückt, Mann. Ja, bin wieder da, Mama. Möchtest du wirklich mit der Story fortfahren? Du wirst die Dragon Balls dann nicht mehr aufsammeln können und deine Gruppe wird aufgelöst. Ja. Nun gut. Romantische Schürze und viele Erfahrungspunkte. Sieht so aus, als würden wir schon direkt den Timeskip machen. その平和にもすっかり慣れてしまうと愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。 Soll das jetzt eine Ausrede sein etwa? Das erwartet uns. Dragon Ball Z Majin Buu's Auferstehung. Die letzte Saga im Spiel. セルトの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいた事から町の名がそう解明されたのである。 孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは 武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強い御飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技で、あっさりと強盗たちを退治していく。ich finde die Klamotten von Son Gohan sehen richtig cool aus in dieser einen Szene, vor allem in Verbindung mit den ヤードラ・クラマットン・ファン・ソン・ゴーコー。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体？あれから7年。 高校生のご飯は正義の味方。 Wir haben andere Musik.
kann ich nicht. Okay. Ja, dann mal Son Gohan als Erwachsener, also mehr oder weniger. Ich finde, die Klamotten sehen cool aus. Kann ich jetzt neue Sachen einsetzen und lernen und so? Weiß ich nicht. Machen wir mal. Ein paar Sachen konnte ich irgendwie nicht weiter aufleveln, obwohl ich irgendwie Voraussetzungen hatte. Na, schaut ihn euch an. Sie sehen ein bisschen aus wie die Yadat-Klamotten von Son Goku und die fand ich auch gut. Ist auch irgendwie so das gleiche Farbschema ein bisschen, deswegen. Naja, gut. Ja. Oh, ich habe schon unterbrochen. Verdammt. Deswegen fliegen wir auch nicht. Weil das ist überhaupt nicht auffällig und so, ne? Ja, Story Zusammenfassung: 7 Jahre sind seinen Kampf gegen Cell vergangen. Son Gohan verfolgt seinen Traum, gelehrt zu werden, schreibt sich in der Orange High School ein, um seine Ausbildung fortzuführen. Oh, die beiden Eraser, deren Namen ich noch nie irgendwie gekannt hatte, ehrlich gesagt. Son Gohans Klassenkameradin Eraser. Das ist ein Anagramm für Devil. Das ist mir voll spät aufgefallen. Weil Mr. Satan, ne? Ah, Spoiler. Meine PS4 geht gerade voll ab. Hört ihr das? Alter, ruhig. Okay, ich wollte schon sagen, nicht, dass ich hier was gespoilert habe, aber wird schon direkt erwähnt. So. Echt? Ich kann die Charaktere gar nicht hören, weil meine PS4 so laut ist. War nicht das erste Mal, dass der irgendwie sich in Super Saiyan verwandelt hat und so was gemacht hat, während dieser einen Szene? やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた黄色の選手とセカッコがそっくりね。え、そのそばへ。正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。 Sharpner, Eraser und Sharpner. Habe ich noch nie für die beiden interessiert, deswegen habe ich mir nie. Ich glaube, wurde das auch irgendwann mal erklärt in der Serie. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, hat mich auch irgendwie nie interessiert. Naja, bei den Namen. もっとも俺の球を打てやしないだろうがね。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。 Alles klar. Mein Gott, man sieht sogar diese beiden Handlanger unten links, diese unwichtigen. Interessant, okay. Alles klar, ich bin gespannt. Ich freue mich so auf diese Staffel, also diese Saga. Das ist der Grund, warum ich mir das Spiel erholen wollte, nachdem ich den Trailer von dieser Saga geguckt hat, den solltet ihr euch mal anschauen, der ist richtig episch, ey.
Home Run Spiel. Dieses Spiel stellt deine Schlagfertigkeit auf die Probe. Drücke im richtigen Kreis, um den Ball zu schlagen. Je genauer du tust, desto weiter fliegt der Ball. Verschiedene Werfer lassen den Ball unterschiedlich fliegen, aber lass dich von dem Flugbahn des Balls nicht wehren. Am wichtigsten ist es, wann du schlägst. Warte mal, der hat doch gar nicht. Oh, sehr gut. Der Ball ist im Orbit. Das hat sich eigentlich abwerfen lassen in der Serie, ne? Ich habe ihn im Orbit geschlagen. Vielleicht hätte ich auch nichts machen sollen, wie in der Serie. Hat auch jemand gesehen, wie der Ball im Orbit geflogen ist? 59. Während des ganzen Jahres hat Sango nicht ein einziges Level up bekommen, aber dann spielt er einmal Baseball und dann kriegt er ein Level up. Natürlich. Er hat das Gefühl, das Spiel hätte viel länger dauern müssen, aber ihm hat irgendwie natürlich mit einem Schlag geschafft. So begab sich Sango nach der Schule in die westliche Hauptstadt, um bei der Capsule Corporation halt zu machen. Ja, da steht schon der große Simon. Da können wir mitbekommen, dass du goldener Kämpfer bist. Alter, ein Ratschlag von Bulma. Ja. Nein. So. Ist die auch noch hier? Nö. Die ist nicht mehr hier. C21. Vielleicht ist sie ja jetzt zum Cyborg geworden, keine Ahnung. Guck mal an, wie riesig Son Gohan ist. Ey. Der ist 16. Ja, halt, Moment mal. Haben die da falsch übersetzt? Weil das kann doch gar nicht sein. Ich meine, Son Gohan war während den Cell-Spielen doch 11 und es sind jetzt 7 Jahre vergangen. Das heißt, er müsste jetzt 18 sein. Ja, einen Moment mal, haben die jetzt hier falsch übersetzt oder haben, ich glaube in der englischen Version ist das Alter von einigen Charakteren, glaube ich, auch anders irgendwie. Ich weiß das nicht. Aber ich meine, Son Gohan war während den Cell-Spielen 11 und 7 Jahre, also müsste da jetzt 18 sein. Wie alt war er dann bei den Cell? Er war doch nicht 9 bei den Cell-Spielen, das kann doch gar nicht sein. Da habe ich mich verlesen, als sie vorgelesen wurde. Ich weiß ja nicht. Vegas. Ich vergesse halt sowieso wieder nach Aufnahme, deswegen. じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータに仕事されてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。Okay. Darf ich mit Trunks? Soll vielleicht mal gucken. Hey. Okay, ich habe noch eine Menge Zeit hier anscheinend. Südöstlicher Inselbereich. Ich kann auch gar nicht auf der Karte. Ich kann sowieso nicht auf der Karte gerade, also ja. Ich nehme an, hier ist die Gravitationskammer. Wie geht das so? Und Trunks? Was kleiner als wir in Erinnerung hatten. Oder größer. Je nachdem. Ja.
Natürlich, Vegeta liebt es, Konversation zu betreiben mit anderen. Konnichiwa. Ojamashitemasu. Ah. Karada ga namatteru zo. Ikura heiwa dakara to ittemo kunren wa shite oke. Direkt das erste, was er sagt. Hai. Soiba Trunks-kun ni shugyou o tsukete iru sou desu ne. Ah. Soro soro honkakudeki ni kitae hajimete mo ii toshi natta kara na. Kisama mo uka uka shite itara sugu ni oikosareru zo. Ha. Ah. Sou da. Trunks-kun yuenchi ni ukeru you ni ganbaru tte itte mashita yo. So, wir müssen jetzt erstmal wieder alle Charaktere treffen, wie sie jetzt nach 7 Jahren aussehen und drauf sind. Frage, wo überhaupt dein Outfit fertig ist. Ja, oder? Oh. Hi. Ist mein Outfit fertig? Zeig mal. ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな。僕にも作ってよ。わあ、いい。すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、プルマさん。 Ja, voll awesome aus. Das ist wie die Dragon Ball Z-Version von Captain Falcon. Oder umgekehrt, Captain Falcon, ich weiß nicht. Ja, doch, Dragon Ball Z müsste älter sein, ne? Ich meine, Dragon Ball Z gibt schon seit den, also Dragon Ball gibt es seit den 80ern, aber bei der Buu-Saga, weiß ich nicht, die müssten ja schon 90ern nehme ich mal an gewesen sein zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht die Runzeit von Dragon Ball Z. So ist er erst in den 90ern, ich weiß, als er zu uns gekommen ist, und in Amerika, da war er schon uralt in Japan. Am nächsten Morgen, やっぱりかっこいいな。ほほ、そうだろう。この悟空にそっくりな悟飯の子供は5点。悟空があのセルトの戦いの前に残していった2人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。 Musik kenne ich übrigens auch im Hintergrund. Müsste auch. Die ist auch aus der Serie. So. Aber ich kann jetzt gar nicht zur Weltkarte. Ach, die Stadt ist da. Okay. Wir wohnen sogar. War nicht Olive City vorher? Stimmt ja, der hat ja gesagt, die Stadt wurde umbenannt, ne? Deswegen. Das ist doch eine Markierung, was? So. Machen wir aber weiter. Können erstmal nur eine Story weitermachen. Das wird ein Kinderspiel. Ich glaube, ich schaffe das. Sauert. Ich freue mich. Ich finde die Buu-Saga gut. Wird ja immer die schlechteste Saga als schlechteste Saga in Dragon Ball Z bezeichnet, aber ich fand die Buu-Saga hatte unglaublich viele epische Momente. Also, ich finde kein Problem. Ich glaube, wenn ich das jetzt direkt so vergleichen müsste mit den anderen Sagen, dann würde ich vielleicht auch sagen, als die schlechteste, aber ich finde jetzt nicht, dass die objektiv schlecht ist hier so.
So. Ach, jetzt kann ich neue Sachen holen. Also hat das doch mit Dings zu tun, mit wo wir gerade in der Story sind. Ne? So, wo ist denn das jetzt aufgetaucht? Wo bist du aufgetaucht? Muss ich mal genau gucken, oder ist das irgendwo anders aufgetaucht jetzt? Tut er die ganze Zeit blinken, deswegen muss ich gucken, ob ich jetzt da, ob ich jetzt genau dahin gucke immer. Wo ist es? Da muss ich hin, da ist das. Was auch schnell die Erinnerung und dann gehen wir zur Schule. Ja. Warte, wo? Ach da. Alles klar. Oh. Landbestellung mit der Schildkrötenschule. Nachdem sie gerade erst ihr Training bei Mutenroshi begonnen haben, hat Son Gokus und Krillins erste Aufgabe nichts mit Kampf zu tun, sondern besteht darin, ihre Körper zu stärken. Dazu setzt Mutenroshi die beiden als Landarbeiter ein. Allerdings müssen sie zum Bestellen des Landes ihre bloßen Hände benutzen. Krillins beschwert darüber, dass er so etwas in seinen vorigen Dojo niemals tun musste. Da er gegen Son Goku jedoch nicht verlieren will, bestellt er das Land mit großer Geschwindigkeit. Das Gesicht von Son Goku gerade. Boah. Duh. Okay, jetzt zur Schule. Ich habe eine Belohnung freigeschaltet. Ja, ich muss gleich mal danach gucken, aufs Screen, was da alles in Dingen hinzugefügt worden ist. Ich habe so für jetzt eine Menge. Okay. Na dann mal los. Ich habe ein Dragon Ball, sehe ich gerade. Wieso das denn? Ach ja, habe ich ja letztens mal gefunden. Okay, ich konnte die also alle haben, aber ich konnte die nicht. Okay. Ich frage mich, was in der Stadt los ist. Keine Ahnung, guck mal nach. Aber wissen die nicht, dass wenn die der irgendwie ein Haar krümmt, dass die irgendwie den mächtigsten Mann der Welt auf Back haben, mehr oder weniger? Ja, bestimmt genug Asche, um irgendwie, weil nicht umbringen zu lassen. Bandit B? Sehr gut. Sehr gut. Wie war das? Ich glaube, er tut seine Stimme überhaupt nicht verstellen, ne? In der englischen Version tut er ja irgendwie seine Stimme verstellen, so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Okay. Ja, ich dachte, hier würden wieder ein paar Roboter auf uns setzen oder so. フィデルさんが警察に連れて行っていただけますか?ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね、あんた。で、正体は秘密なわけ?え、まあ、そうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの?そうなんですよ。だから早く行かないと。
Gott, verdammt. Du Idiot. やっぱりあんたの正体はソン・ゴハン君だったのね。しまった。なんで分かったのですか。こんな完璧な変装をしてるのに。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。 Wir haben dieses Kapitel sehr abgekürzt. Ich meine, was soll man auch genau irgendwie machen, ne? なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。 このことはみんなにはぜひ内緒にね。1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの。格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど。 孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね。名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？その。 色々鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ？天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。 そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな。 おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただって。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。 しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに天界一武道会。あ、これ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 
Neue Begegnungen. Gute Neuigkeiten. Okay. Ist mir eigentlich egal, was wir als erstes machen, ne? Gut, weiß nicht. Alle Level 58. Ich nehme einfach irgendwas. Mein neues Gebiet hier freigeschaltet. Hier sieht man so aus, das könnten wir irgendwann. Aber ich habe schon das Gefühl, ich weiß, wann wir dahin müssen. So. Gehen wir mal da ein. Wir machen bei Son Gokus Haus, da müssen wir uns mit Videl treffen, ne? Gut. Das ist noch so, ich habe so ein Gefühl, das ist noch so eine Setup-Episode hier. Charaktere werden vorgestellt und so. Der Plot wird vorbereitet für die Zukunft. Da kommt ja noch eine Menge hier von der. So, guck mal, wer da ist. Guck mal, wer denn, wer da alles haben. Hey Son Gohan, lange nicht gesehen. Scheint ja ziemlich gut zu gehen. Bist du der Freund meines Papas? Krillins Tochter, Maron. Oh, schau sich mal einen an, Maron. Du bist ja groß geworden. Hey, guck mal. Man hat dir stolz einen runden Stein gezeigt. Und was ist das? Das ist mein Schatz. Mein Schatz. Wirklich, dieser Stein? Tut mir leid, Son Gohan. Sie ist halt ein Kind. Du musst sie nicht bespaßen. Aber eigentlich finde ich sie irgendwie süß. Was ist los, Maron? Der Fisch hat sich meinen Stein geholt. Oh nein, das Fischlein hat deinen Stein. Wie schade. Ich muss ihn zurückholen. Hey, Maron. Warte. Was? Kann ich ihn nicht holen? Nein, das Meer ist hier zu tief. Ich sag mal, meinst du, könntest mir helfen? Ja, natürlich. Kann ich dazu nein sagen? Papas kleines Mädchen. Oh, Krillin, du müsstest eigentlich auch stark genug sein für sowas. Mach mal was, beeindrucke deine Tochter. Keine Sorge, Mann, ich hole dir deinen Stein zurück von diesem gemeinen Fisch. Wirklich? Kannst du das? Na klar, ich fange einfach den Fisch, der deinen Stein hat. Ah, ich muss angeln, okay. Wow, das klingt cool. Okay, na, dann mal los. Ich wollte sowieso mal angeln, weil ich sehen wollte, wie das aussieht. Vor allem, woher wisst ihr denn alle, hatte ich schon zum wieder. Da ich Son Gohan, ich bin da großes Zeitmann. Wer ist dieser Son Gohan, von dem ihr die ganze Zeit redet? Oh, wie machen die das? Nicht so schlecht, meine. Was? Okay, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Aber du machst jetzt nicht irgendwie so eine Schulmädchenpose wie Son Goku, in der irgendwie ein Schweif ins Wasser taucht. So. Du siehst aus wie ein Blaufisch. So, Pose. Na verdammt. Okay, das ging schnell. Aus dem Fisch kann ein großer Stein aus. Wow, das ging schnell. Pass auf, dass du ihn nicht wieder verlierst, okay? Schau mal, Maron, dein Stein. Hurra! Hey, dieser Stein sieht genauso aus wie Papis Kopf auf dem alten Foto, das ich gesehen habe. Im Stein sind 6 Punkte, die aussehen wie die Krillin damals auf seinem Kopf hatte. Was? Mein Kopf? Hey, das stimmt. Jetzt, das sagst, es sieht genauso aus. Wow, wirklich, fängst du jetzt auch noch schon damit an, Son Gohan? Ich werde gut auf diesen Stein aufpassen. Er sieht wie Papa aus. Das ist schon peinlich. Du hast mir erzählt, dass du auch schon einen Stein gesucht hast, oder Papa? Ach ja, die Geschichte. Wovon redet sie? Sie redet von der Zeit, als Son Goku und ich beim Muten Roshi trainiert haben, als wir noch Kinder waren. Damals mussten wir auch einen Stein in den Bergen finden. Davon habe ich dir auch erzählt, oder Maron? Ja, Papa hat wohl jede Menge Spaß. Ich wollte auch einen Stein suchen, dann habe ich diesen gefunden. Ach, deshalb hast du dir den Stein besorgt. Pass auf, dass du ihn nicht verlierst, okay? Okay, ich werde ihn nicht verlieren. Hey, aber wenn du ihn doch verlierst, hilft deinem Papa dir, ihn zu finden. Hurra! Alles klar. Das war relativ einfach. Was zum. Ja. So, das müsste ich wieder Dinge jetzt hier hochleveln. Oh ja, okay.
Stimmt. Sie hat überall 0. Auf Abenteuer hat sie 12. Alles klar. So, Maron. Benannt nach Kalins Ex. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt die 18 weiß davon. Übrigens, erst verheiratet mit der 18, hat wohl irgendwie ja gar nicht so angedeutet gerade. Ich glaube, ich sollte mit den beiden noch nicht so schnell reden, ne? So, dann gehen wir hier nach Son Gokus Haus. Und vielleicht kriegen wir die beiden Quests auch noch erledigt, bevor wir weitermachen. Wäre natürlich sehr schön. Jetzt ja, schreibt sich hier unten und dann ausbilden. Okay, der steht noch da. Ich hoffe, irgendwann kann man irgendwie so die Klamotten so hin und her wechseln, wann immer man will. Ich frage mich ja allgemein, wie das Spiel hier so ausgeht, wenn wir hier am Ende angelangt sind, ob man dann irgendwie so ein Postgame hat oder ob man Events nochmal neu spielen kann, nachspielen kann irgendwie so oder weiß nicht. Irgendwas wird doch hier sein. Ist halt ein Rollenspiel, ne? Muss er doch Son Gokus Haus betreten. Mir ist langweilig. Kleiner Bruder, was ist los? Hey, Son Gokun, wie geht's? Komm schon, Son Gokun, lass uns mal was Lustiges machen. Ich hab's satt, immer nur zu lernen. Hey, lass uns spielen. Son Gokun, habe ich gerade Spaß gehört? Stimmt was nicht, Mama? Son Gokun macht seine Hausaufgaben nicht. Ist das alles? Ich hatte schon Angst, es wäre was Ernstes. Das ist was Ernstes, Son Gokun, weil du nicht lernst, lernt Son Gokun auch nicht. Ich tue mein ganzes Leben lang lernen. Was willst du eigentlich von mir? So warst du schon immer. Wenn das so weitergeht, wenn du nicht weiter lernst, wirst du nie ein anerkannter Gelehrter. Wow, das ist ja ganz schön was abbekommen, Son Gokun. Das musst du gerade sagen, Son Gokun. Weißt du, Mama ist auch auf dich sauer. Ihr habt in letzter Zeit überhaupt nichts gelernt. Ihr treibt eure Mutter noch in den Wahnsinn. Die Ersparnisse meines Vaters gehen zur Neige. Ich wünschte, er würde verstehen, wie knapp wir bei Kasse sind. Wie wär's damit, Mama? Wir haben keine Fische mehr, oder? Ich könnte uns ein paar leckere Fische zum Essen fangen. Noch mehr? Das würdest du tun, das wäre wirklich eine große Hilfe. Kann ich auch mitkommen, Son Gokun? Ich muss schon wieder angeln. Son Gokuns Entwicklung. Ja, ich denke schon, aber du musst dich aus dem Haus schleichen, ohne dass Mama es mitbekommt. Okay, versprochen. Worüber redet ihr Jungs da? Hoch, oh, ich habe gerade seine Hausaufgaben erklärt. Na schön, ich weiß jetzt, was du mich fangen sollst. Hier. Nochmal Blaufische. Alles klar, ich werde sehen, was ich tun kann. Bring mal einen fetten Oschi-Son Gokun. Bis später. Ich hoffe, ich kann die überall fangen. Okay, also. Son Gokun. Hey, du hast es geschafft. Ja, ich habe gewartet, bis Mama sich ans Kochen gemacht hat. Alles klar, dann lass uns mal losgehen. Hurra. Wie kann man sich bitte schön rausschleichen aus diesem Haus? Das Haus ist winzig irgendwie. Okay, es muss ein guter Platz sein. Viel Glück, Son Gokun. Das Haus, einen Fisch. 3 Stück soll ich davon, ne? Ja. Der große Säuermann beim Fischen. Hoa. Ja, nicht gedacht, dass man mit einem Schweif im Wasser irgendwie badass stehen kann, aber irgendwie hat Son Gokun es geschafft. Wie? Okay. So, das ist Nummer 1. Bonk. Genick gebrochen. Direkt auf Son Gokun gelandet. Ja, ist Son Gokun. Heiliger Blaubrush, das ist aber eine Menge Fisch. Ja, das ist mein Kopfmeister Kaio. Der hat auch irgendwie keine Hobbys. Ne? Der grätscht einfach immer so meine Gedanken ein. Oh. Du hast kein blauer Fisch. Stirb. Oh. Okay. Großer Fisch. Was soll ich denn damit, ey? Vor allem so viele Fische, wie wir fangen würden. Ne? Damit dürfen wir stinkreich sein, ne? Ich meine, ehrlich, ey.
Wie schaffen es, wie schafft es diese Familie nicht ans Geld zu kommen, ey? Mein Chichi und der Rinderteufel, die haben auch was drauf, ne? Die können auch alles Mögliche machen. Ja, habt ihr euch schon mal den Rinderteufel angeguckt? Der ist ein Riese. Ist riesig. Mein Gott, ey. Wir haben Probleme. So. Ey, was bist du denn? Geh weg. Riesige Forelle. Das hat nicht immer weiter am Abgrund. Abgrund. Am Ende des Stegs irgendwie bin. Ich gehe mal weiter näher vom Steg weg. Ey. Ah, oh. Oh, das gibt's jetzt nicht. Ich habe doch schon zwei kommen. Nee, ich stehe einfach nur so nah dran. Jetzt komm. Halt mich jetzt hier nicht wieder so lange auf. Ups. Egal. Ich hab schon. Ja. Ja, war nicht perfekt, glaube ich, aber ist doch egal. Ich habe drei. Nicht ein. Kannst du nicht sehen? Ich dachte, wir sollten Gelehrter werden. Okay, das dürfte reichen. Hey, Son Goku, bevor wir zurückgehen, wollte ich noch was anderes erledigen. Ach ja, was soll das bitte schön sein? Ich will gegen dich kämpfen, um zu sehen, ob ich dich besiegen kann. Was? Es wird doch ein Spaß, oder? Ich meine, wir sind schon außen. Tja, ich glaube nicht, dass allgemein ein Kind wie Son Goku viel Spaß bringt. Bitte, 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 komm schon, lass uns kämpfen. Also gut, aber nicht zu heftig, verstanden? Ja, danke, Son Gohan. Unser erster Kampf. Selbst wenn ich Son Goku schone, muss ich dabei trotzdem cool aussehen. Achtung, ich komme. Willst du denn hier? Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt irgendwie der erste Kampf in dieser Saga, aber okay, warum nicht? Haben wir den einfach nur ganz normal, ne? Reicht doch. Wir sind ja nicht übertreiben mit unserem kleinen Bruder hier, ne? Also was hier? Okay, erst mal auf damit. Den Angriff konnte auch bei Ultimate Battle 22, glaube ich. Oh, in die Fresse. Weil er benommen ist. Da kommt immer so Abschlussangriff, kann das sein, ne? So. Komm her. Du wolltest ja kämpfen, ne? Dann komm her. Schräge Familie, ey. Alter. Und weg besser. Okay. Waren schon mehr Erfahrungspunkte, die ich durch den als wie ich durch den Timeskip bekommen hätte. Puh, Mann, du bist echt unschlagbar, Son Gohan. Scheinst lieber zu spielen als zu lernen. Muss in der Familie liegen. Unser Vater war genauso. Ach ja, meinst du wirklich, ich bin wie Papa? Toll. Wir sollen lieber nach Hause, bevor es spät wird. Und kein Wort dazu zu Mama. Okay, okay. Und tickt die schon wieder aus. Oh, okay.
Denk dran, Mama darf nicht wissen, wo du warst. Okay. Hey Mama, wir sind wieder da. Das ist Songgut. Willst du etwa, dass wir Ärger bekommen? Ah, Songgut ist also mit dir angegangen, hm? Mein Sohn. Du meinst, du wusstest das? Na klar doch. Denkt ihr etwa, ich bekomme es nicht mit, wenn mein eigener Sohn sich aus dem Haus schleicht? Tut mir leid, Mama. Also, ich habe den hier gefangen und zwei andere. Hm, der sieht gut aus. Okay, den werde ich euch gleich braten. Also, wegen Songgut. Hast du Spaß mit deinem Bruder Songgut? Ja, wir haben uns ganz toll unterhalten. Gut, dann kannst du ja wieder was lernen. Du bist die beste Mama. Songgut, ich verlasse mich darauf, dass du auf Songgut aufpasst. Hoch. Du bist ein großer Bruder und Songgut gehört hört auf dich. Ich weiß nicht so, ich glaube, vor dir hat er mehr Respekt. Der Kleine ist seinem Vater viel zu ähnlich, egal was ich sage, er hat seinen eigenen Kopf. Also ja. Und deshalb musst du ein großer Gelehrter werden, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich glaube, ich bin gerade ein klein wenig eifersüchtig auf Songgut. Okay, der Fisch ist fertig. Wascht euch bitte die Hände. Okay, anscheinend kann Chichi kochen, ohne irgendwie was zu machen. Oh, ich kriege keinen Biss mehr unter. Wenn ich mein großer Gelehrter werden will, muss ich mich mehr anstrengen. Okay. Nächste Mission. Das ist hier, alles klar. Da mache ich mal direkt ein Dings kaputt hier, doch ein Schiffchen. Düsen, danke. Geht nicht so ganz ohne KMH. So. Na, natürlich habe ich gesehen, ey. So, ich mache mal die kaputt. Wir fangen sich eigentlich mal an zu drehen, wenn ich die anschieße. Die tut sich nämlich nicht wehren oder irgendwie so. Ja, habe ich mal was Besonderes gekriegt, ey. Ah, Videl. Hi, Videl. Was hat denn jetzt? Endlich, da bist du ja. Videl, was machst du hier? Ich bin gekommen, mit dir zu trainieren, meine Güte. Zu trainieren mit mir? Ja, ich dachte mir, du wärst ein guter Trainingspartner, da du anscheinend weißt, was du tust. Ich brauche ein bisschen Beschäftigung vor dem Weltturnier, also habe ich beschlossen, herzukommen, mit dir in meiner freien Zeit zu sparen. Wir sparen unser Geld, genau. Das geht doch klar, oder? Wenn ich da bin, hast du immerhin jemanden, mit dem du trainieren kannst. Oh Gott. Ungebetener Trainingspartner. Ich werde dir aus Versehen zerbrechen. Wie ein KitKat-Riegel. Was? Ja, okay. Na, dann legen wir schnell los. Wenn ich zu lange wegbleibe, kriege ich von meinem Vater ganz schön was zu hören. Mal spannend, wie das aussieht. Ja, legen wir eine kleine Pause ein. Wow, wie das ist der Hammer. Sie hat die Grundlagen perfekt drauf. Also, du und dein Vater spart ihr oft? Sparen? Pff, ja klar, du weißt schon, dass mein Vater ein Champion ist, oder? In dieser Zeit hat er mich überhaupt nicht mit trainiert, also bin ich gezwungen, das alles selbst hinzubekommen. Wow, und da bist du so gut, gibt's bestimmt alles. Trotzdem kann ich mit meinem Vater noch nicht aufnehmen. Er weiß nicht mal, dass ich den beiden Weg hier allein gekommen bin. Er ist total übervorsorglich. Wenn er wüsste, dass ich einen Jungen treffe, würde er bestimmt ausflippen. Piep, piep, Widerling entdeckt. Widerling eliminieren. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, aber ich schätze mal, dass das Ding nicht hier ist, um Freundschaft zu schließen. Das ist also böse. Naja, er scheint nicht böse zu sein. Hey, überlass diesen Rostkübel mir. Schau es dir einfach nur an. Aber es sieht recht gefährlich aus. Entspann dich, das ist die perfekte Gelegenheit, um herauszufinden, ob mein Training was gebracht hat. Eliminieren, eliminieren. Okay, dann mal los. Etwas früher. Lass mich rein, das von Mr. Satan, ja. Was, Videl hat sich schon wieder weggeschlichen? Wohin ist sie diesmal gegangen? Tut mir leid, aber sie war zu schnell, da konnte ich nicht mithalten. Du Idiot, ich schwöre, wenn dieser Widerling sich auch nur in ihrer Nähe aufhält, reiße ich ihn in Stücke. Meine Güte, du scheinst ja echt in der Klemme zu stecken. Plot Twist, wer seid ihr?
Ich bin der geniale Erfinder Pilaf. Ich glaube, ich kann dir bei deiner kleinen Notlage helfen. Wovon redest du? Bist du nicht einfach nur einer meiner Fans, die mich annehmen und Autogramm von mir wollen? Nein, nein. Ich dachte mir nur, dass ein fürsorglicher Vater wie du etwas Hilfe brauchen könnte. Das ist alles. Warum sollte ich dir vertrauen? Er könnte etwas wissen. Halt den Mund, wenn wegen einer letzten Fehlschläge sind mir die Mittel ausgegangen. Es ist meine Chance, richtig Geld zu verdienen. Ja, mir fehlt es schon, in der Burg zu leben. Ahem. Tada, eine wahre Augenweide, oder? Was ist das? Das ist mein Freund, ist die Super Pilaf-Maschine. Mit ihren Klauen kann sie Herzen Felsen durchschlagen und die Stahl-Chases hält auch im brutalsten Angriff stand. Sie ist mit der neuesten Radartechnologie ausgestattet, mit der man alles und jeden aufspüren kann. Das ist noch nicht alles. Sie gehorcht jeden Befehl, den man ihr erteilt, und kehrt stets wieder nach Hause zurück. Sie kocht, putzt, mäht den Rasen und ist bereit für den Kampf. Sie kann einfach alles. Sie wird deine Tochter sicher nach Hause bringen und jeden Widerling auslöschen, der in ihre Nähe kommt. Wow. Normalerweise würde etwas von diesem Kaliber eine Million Sandy kosten. Allerdings bin ich bereit, die Maschine mit einem gigantischen, zeitlich begrenzten Rabatt von 50% für gerade mal 500.000 Sandy zu verkaufen. Das ist unglaublich, ein echtes Schnäppchen bei dem Preis. Und was denkst du, jeder Haushalt sollte so eine haben? Der Preis ist auf jeden Fall ein gutes Argument und ich könnte wirklich eine gebrauchen. Nicht wahr? Das ist ein einmaliges Angebot. Ich überlege, ob ich sie kaufen soll, möchte mich vorher aber noch eine Sache vergewissern. Ich will, dass sie diese Widerling ausschaltet, der meine Tochter belästigt. Wenn sie das schafft, kaufe ich 10 davon. Okay, du möchtest sie also erstmal ausprobieren. Ist überhaupt kein Problem. Ja, niemand hat gegen diesen Super Peter Maschine eine Chance. Genau, das ist die bisher stärkste unserer Maschinen. Dieses Mal hatten wir echt Glück. Abgesehen davon ist sie mit einer Selbstzerstörungsfunktion ausgestattet, falls es mal brenzlig wird. Und gleich wird sie kaputt gehen. Hey, das Ding ist stark. Was zur Hölle ist das? Eliminieren, eliminieren. Das reicht. Son Gohan. Du musst mir nicht helfen. Ich kann es mit dem Ding aufnehmen. Ich werde mich nicht noch von ihm besiegen lassen. Ich weiß wieder. Aber trotzdem bist du von deinem Training noch schlapp. Wenn du dich verletzt, war alles für die Katz. Außerdem kannst du nicht mehr am Weltturnier teilnehmen. Also lass das Ding jetzt mir. Ich erledige es. Okay. Sie erfasst, muss eliminieren. Okay. Ich darf wieder nicht zu sehr rumprotzen und viel Kraft einsetzen. Okay, erstmal im Super Saiyan komm mal. Level 60. Komm mal her. Komm. Oh, noch mal. Oh, noch mal. Oh, noch mal. Und noch jedes Mal bist du mein Angriff ab. Tschüss. Für 7000 Erfahrungspunkte. Bin sogar noch aufgelevelt, das gibt's nicht. Vielleicht vor allem so eine lange Cutscene, ey. Das sollte genügen. Wow. Piep, piep. Widerling muss eliminieren. Was ist mit dem los? Verarbeitung nicht möglich. Selbstzerstörung. T-Rückkehr. Eliminieren. Rückkehr. Pilaf. Das Ding ist weg. Hoffentlich habe ich das Richtige getan. Was hast du? Es wäre falsch gewesen, es amok laufen zu lassen. Aber genug davon, Son Gohan. Du bist wirklich was ganz Besonderes. Was? Oh, nein, ich hatte nur Glück. Das ist alles reiner Zufall. Ja klar, darauf falle ich nicht rein. Also, wie hast du das gemacht? Du musst es mir sagen. Ich meine es ernst. Das war einfach nur Glück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was zu tun habe. Ich muss gehen. Haha. Na schön, diesmal lasse ich es dir durchgehen, weil du mir wirklich geholfen hast. Ich werde mich, ich werde immer wieder nachbauen, bis ich das Geheimnis deiner Kraft ergründet habe. Gar nicht gut. Endlich habe ich jemanden gefunden, der offenbar stärker als mein Vater ist. Was? Nichts, gar nichts. Okay. Und hat auch erledigt. Wir sehen gar nicht, was noch passiert. Doch.
Wollte schon sagen. Mal sehen, das letzte Signal, das wir empfangen haben, sollte genau hier sein. Schafft ihr beiden das nicht ohne mich? Was soll ich denn hier? Willst du nicht sehen, ob die Maschine kaputt ist? Falls dem so ist und wir sie nicht reparieren, kriegen wir das versprochene Geld nicht. Deswegen müsst ihr euch doch keine Sorgen machen. Ich bin diejenige, die Maschine gebaut hat. Dass sie noch nicht zurückgekehrt ist, bedeutet, dass sie sich verlaufen haben muss. Können sich Maschinen überhaupt verlaufen? Hey, da ist die Pilaf-Maschine. Siehst du? Piep, piep, zitt. Wieder Link eliminieren. Ach, hört sich an, als hätte sie ihr Ziel eliminiert. Ihr zwei macht euch zu viel Gedanken. Was habe ich euch gesagt? Schau mal, sie scheint eine Geschehnheit zu haben. Der Typ muss wohl ziemlich stark gewesen sein. Aber wen interessiert das? Los, gehen wir zurück. Wenn wir die gute Neuigkeit mitgeteilt haben, schwimmen wir in Geld. Boah. Eliminieren, Nieren, kein Ziel, Verarbeitung nicht möglich. Selbstzerstörung, Pilaf, Rückkehr, leite Selbstzerstörung ein. Hast du das gehört? Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Das System könnte einen zu schweren Schlag abbekommen haben. Vielleicht ist die Maschine kaputt. Was? König Pilaf, die Maschine. Sie ist... Widerling entdeckt. Selbstzerstörung, Selbstzerstörung, leite Selbstzerstörung ein. Ja, sie wird explodieren. Tschüss, ist. König Pilaf, jetzt aus sind wir erneut gescheitert. Halt den Mund. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Bin wieder da. Oh, Videl, da bist du ja. Warst du so spät noch unterwegs? Spät, Papa, die Sonne scheint noch. Aber was hast du denn gemacht? Was ich gemacht habe? Tja, weißt du was? Ist doch egal. Ich bin einfach nur froh, dich zu sehen. Was zur? Ja, was da? Ich habe Hunger. Lass uns was essen. Gute Idee. Ich lasse uns von den Köchen was Tolles zubereiten. So, wo endlich wieder da, Mann. Ich bin total durch. Das war ein langer Tag. Ich mache mir immer noch Sorgen wegen dieser Maschine. Das Ding könnte gefährlich sein. Es wäre wohl besser, wenn ich der Person, die sie gebaut hat, nie über den Weg laufe. Gut. Dann haben wir schon alles hier erledigt, ne? Oder? Ja, gut. Das nächste Mal gehen wir nach der westlichen Hauptstadt und machen weiter mit der Story. Gut, dann sage ich, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!